fürchte dich nicht, sagt der Engel zu Maria. Du wirst einen Sohn bekommen. Jesus soll er heißen. Er wird der Retter der Welt sein. Maria ist verwirrt. Sie will Josef heiraten, den Handwerker aus Nazareth. Der Engel sagt zu ihr, das Kind kommt von Gott. Da fasst Maria Mut und sagt, wenn Gott es so will, soll es so sein. Es lag ein Hirten vor Bethlehem. Plötzlich wird es hell. Fürchtet euch nicht. Euer Retter wurde heute geboren. Es ist ein Kind in einer Krippe. Daran glaube ich nicht. Ja. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Für alle wird es Frieden geben. Komm, wir folgen denen. Ja. Was ist mit unseren Schafen? Die nehmen wir mit. Kaiser Augustus herrscht über ein großes Reich, auch über Israel. Er schickt seine Soldaten los mit dem Befehl. Jeder geht in seinen Geburtsort. Dort trägt er sich in eine Liste ein. Josef stammt aus Bethlehem. Das ist weit weg von Nazareth. Maria bekommt bald das Kind. Doch sie geht mit Josef. Der Weg ist beschwerlich und sehr lange. Maria fällt der Weg nach Bethlehem sehr schwer, denn sie bekommt bald das Kind. Endlich kommen sie in Bethlehem an. Maria und Josef gehen zur Herberge, aber es ist kein Zimmer frei. So schlafen sie bei den Tieren. Sie setzen sich in den Stall. Nachts wird das Kind geboren. Weil kein Bett da ist, wird es in eine Krippe gelegt. Leute, Leute, hört uns an! Es ist ein Kind geboren! In einer Krippe liegt es. Ein neuer Stern, rufen weise Männer. Sie kennen sich mit Sternen aus. Das ist ein Königsstern. In Israel gibt es einen neuen König. So ziehen sie dorthin und suchen den neuen König. Das hört der alte König Herodes. Wütend ruft er, ich bin hier der König. Er lässt die Männer zu sich bringen und denkt sich eine List aus. Berichtet mir, wo das Kind ist. Ich will ihm Geschenke bringen. In Wahrheit aber will er es töten lassen. Die weisen Männer folgen dem Stern in Bethlehem. Finden sie das Kind. Sie bringen Geschenke für den König. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die weisen Männer wollen wieder heim. Sie denken an König Herodes. Sollen sie ihm vom Kind berichten? Sie trauen dem König nicht. So nehmen sie einen anderen Weg in ihre Heimat.